Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan von Smartest Heim. In den letzten Monaten habe ich immer mal wieder solche Meldungen gesehen. Ich habe mich gefragt, woran kann das liegen, dass die Leute Probleme haben, hier SSL-Zertifikat zu erneuern, teilweise dann gar nicht mehr in ihre Home Assistant-Umgebung reinkommen. Und ein Problem ist sicherlich die für Einsteiger etwas komplexere Portfreigabe. Zum Beispiel in einer Fritzbox und eben wie damit sicher umzugehen ist. Natürlich kann man das alles etwas laxer sehen, aber gerade wenn man Home Assistant nach außen hin öffnet, kann man potenziell Gefahr laufen, dass Fremde irgendwelche Sicherheitslücken ausnutzen, um auf deine Home Assistant Instanz zu kommen. Heute zeige ich dir also mit Hilfe der Fritzbox Tools, wie du eine automatische Portfreigabe seitens Home Assistant einrichten kannst und wie du dein SSL-Zertifikat für Let's Encrypt automatisch ohne Sicherheitsbedenken aktualisieren kannst. Auf das Thema bin ich deswegen eben auch gekommen, weil ich vor mittlerweile 5 Monaten mal die Frage gestellt habe, ob ihr überhaupt eine Fritzbox nutzt und ob ihr die interessanterweise in Home Assistant einsetzen wollt. Und der überwiegende Teil hat gesagt, ja, zeig mal, was da zu tun ist. Und ich habe in den letzten Monaten viel damit mich beschäftigt. Leider immer noch Probleme, aber alles nach dem anderen. Das akute Problem ist jetzt also, dass ich mein SSL-Zertifikat aktualisieren möchte, möglichst automatisch und dafür eben möglichst sicher eine Verbindung nach außen aufbaue. Dazu muss man nun erst einmal wissen, wie ist überhaupt die Home Assistant und Let's Encrypt Kommunikation stattfindet. Also wie findet die Home Assistant Let's Encrypt Kommunikation statt? So, das wollte ich sagen. Wir sehen nun hier eine sehr vereinfachte Darstellung, wie Home Assistant mit dem Let's Encrypt Server kommuniziert. Bevor jemand fragt, ja, ich mag Orange. Und wir sehen hier oben, dass Home Assistant eben über natürlich unseren Router mit der Wolke, sprich mit dem Internet kommuniziert und die eben die Anfrage an den Let's Encrypt Server stellt. Ist überhaupt noch mein Zertifikat aktiv oder eben kann ich es innerhalb der letzten 30 Tage, bevor es ausläuft, eben neu aktualisieren? Der Let's Encrypt Server prüft dann eben anschließend, jawohl, das Zertifikat ist noch gültig oder es liegt eben in den letzten 30 Tagen. Und wenn es in den letzten 30 Tagen liegt, dann würde es eben ein neues Zertifikat generieren und Home Assistant zur Verfügung stellen und dafür braucht es einen Rückkanal. Damit eben der Let's Encrypt Server überhaupt verifizieren kann, ist denn da überhaupt eine valide Empfangsstelle, will der eben natürlich auch mit dem Home Assistant Server kommunizieren und prüft dann eben, okay, wie kann ich diesen Home Assistant Server erreichen? Und dazu ist es eben hier notwendig, auf unserem Router den Standardport 80 zu öffnen. Das heißt, hier gebe ich dem Router oder über den Router die Erlaubnis, dass ein externer Dienst über einen spezifischen Zugang, ne, wie eine Haustür, auf die dahinterliegenden Geräte zugreifen kann, beziehungsweise auf ein dahinterliegendes Gerät und das ist der Home Assistant Server. Es fällt alles mit diesem Port 80 und der ist eben standardmäßig geschlossen und deswegen erhaltet ihr eben oft die Fehlermeldung, okay, irgendwie kann der Let's Encrypt Server nicht verifizieren, gibt es überhaupt die Domain unter DuckDNS noch, ist der Home Assistant Server überhaupt zu erreichen und daran scheitert die Authentifizierung. Was wir nun also erreichen möchten, ist, dass dieser Port 80 geöffnet wird. Das kann ich in der Fritzbox einmalig einstellen, aber der Port 80 ist ein Standardport. Das ist der ganz normale Webserver-Port und deswegen ist der auch ein potenzieller Angriffsort für Hacker. Deswegen ist es keine gute Idee, diesen Port dauerhaft offen zu lassen, sondern im Normalfall idealerweise nur für den Moment, wo ich eben jetzt hier die SSL-Authentifizierung nochmal neu machen möchte oder überprüfen möchte. Dann macht es Sinn, den Port zu öffnen. Sonst nicht. Da ich aber keine Lust habe, das manuell zu machen, hey, ich habe ein Automationssystem, nutze ich Node-RED, beziehungsweise auch die Home Assistant Assistenten. Apropos Home Assistant Automation,
Ich habe jetzt mal mich in der Community umgehört und habe mal hier mit dem lieben Thomas gesprochen von Steuer dein Leben. Ich denke, wir werden in Zukunft mal einige Videos zusammen machen, um auch diese deutsche Home Assistant Community voranzutreiben. Wenn ihr noch nicht ein Abo bei ihm dagelassen habt, dann macht das doch gerne. Aber nun weiter im Text. Wenn ihr nun also eine Fritzbox benutzt und auch die Portfreigabe automatisch gestalten wollt, dann bietet sich hier eine Integration in Home Assistant an, die sogenannte AVM Fritzbox Tools. Damit das Ganze funktioniert, sind einige Einstellungen in eurer Fritzbox vorzunehmen und ich zeige diese euch nun anhand meiner Fritzbox. Die Oberfläche mag jetzt bei euch schon etwas anders ausschauen, bitte orientiert sich dann an den entsprechenden Menüpunkten. Innerhalb der Fritzbox geht ihr nun über Heimnetz, Heimnetzübersicht und anschließend auf Netzwerkeinstellungen. Hier müsst ihr nun zusehen, dass ihr die beiden Optionen für Zugriff für Anwendungen erlauben, nämlich dass man hier über den Standardweg TR064 eine Kommunikation zur Fritzbox aufbauen kann und dass eben auch Statusinformationen über Universal Plug and Play übertragen werden können. Als zweiten Schritt geht es dann innerhalb der Fritzbox-Oberfläche darum, einen weiteren User anzulegen, der exklusiv für die Kommunikation zwischen Home Assistant und eben eurer Fritzbox funktioniert. Dafür geht ihr auf System, Fritzbox-Benutzer und dort in den Reiter Benutzer und legt dort einen neuen Benutzer an. Innerhalb der Einstellungen definiert ihr einen Benutzernamen, zum Beispiel Home Assistant, und ein sicheres Kennwort. Und anschließend aktiviert ihr auch, dass dieser Benutzer Fritzbox-Einstellungen vornehmen kann. Der Zugang aus dem Internet erlauben habe ich hier deaktiviert, weil ich explizit sicherstellen möchte, dass das nicht von außen genutzt wird. Als dritten und letzten Schritt müsst ihr nun für euer Gerät den Port 80 standardmäßig freigeben, aber noch nicht aktivieren. Dazu geht ihr auf der linken Seite auf Internet, Freigaben und sollte euer Home Assistant hier noch nicht auftauchen, was verwunderlich wäre, wenn ihr zum Beispiel eben euer Home Assistant auch über die App auf dem Handy nutzen wollt und nicht Nabucasa nutzt. Aber sollte es nicht angelegt sein, dann bitte das Gerät für Freigaben hinzufügen. Ansonsten landen wir entsprechend in dieser Darstellung. Und hier ist es wichtig, entsprechend die selbstständige Portfreigabe für dieses Gerät erlauben, so dass eben Home Assistant selber Ports freigeben kann und wir das nicht über die Fritzbox-Oberfläche machen müssen. Als weiteres richten wir dann die Freigabe ein. Dazu drücken wir hier unten rechts auf Neue Freigaben, wählen innerhalb der neuen Freigabe die Portfreigabe und können jetzt hier mit der Auswahl des HTTP-Servers Freigabe nicht aktivieren und bitte nur den Haken bei Internetzugriff über IPv4 gehen. Und dann das Ganze mit OK bestätigen. Habt ihr die Einrichtung vorgenommen, erhaltet ihr wie hier einen zweiten Eintrag. Damit haben wir die Einrichtung von der Fritzbox abgeschlossen und wir können uns darum kümmern, das Ganze in Home Assistant einzurichten. Innerhalb von Home Assistant geht ihr unten links nun auf Einstellungen und ansprechen, ja genau, anschließend auf Geräte und Dienste und könnt nun hier über unten rechts Integration hinzufügen, nach AVM Fritzbox Tools suchen. Wählt diese nun aus, tragt nun hier die IP-Adresse eures Routers ein und gebt nun hier den Benutzernamen und das Kennwort von dem neuen User ein, den ihr angelegt habt. Ihr erhaltet dann anschließend hier eine neue Integration, die ihr bitte einmal mit dem Menü aufruft, Systemoptionen. Und hier würde ich neu hinzugefügte Entitäten deaktivieren, weil diese Fritzbox-Tools sind sehr, sehr mächtig. Sie ermöglichen nämlich auch ein Device-Tracking und für jedes internetfähige, WLAN-fähige Tool in eurem Netzwerk kriegt ihr sonst eine eigene Entität in Home Assistant, was nicht jeder will. Ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen habe ich das hier deaktiviert. Schauen wir uns nun mal hier die 12 Geräte an. Neben den diversen Geräten, die als Device-Tracker erkannt wurden, gibt es hier auch ein Gerät, das heißt Fritzbox. Und diese Fritzbox beinhaltet nun alle Entitäten zur Fritzbox benötigen, wie zum Beispiel eben meine externe IP-Adresse, wie viel Speicher, also wie viel, wie viel Speicher ich ja, ja, wie heißt denn der Scheiß jetzt? Und im Bereich der Konfiguration erhalten wir dann noch wesentlich andere Elemente. Hier müsst ihr einmal schauen,
ob ihr eine Entität findet, die da zum Beispiel sowas heißt wie Port Forward. Und hier kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, wie habt ihr die in der Fritzbox-Oberfläche genannt. Bei mir hieß das ja Port Forward HTTP Server. Bei euch könnte ja jetzt auch HA oder SL oder was auch immer stehen. Es kann auch sein, dass diese Entität deaktiviert wird. Dann müsst ihr da einmal draufklicken und hier unter den erweiterten Einstellungen das Ganze einmal auch aktiv setzen. Da müsst ihr irgendwie 30 bis eine Minute warten und dann wird euch hier so ein Schalter dargestellt. Und wenn ich nun diesen Schalter hier drücke, dann wird der Port von meiner Fritzbox geöffnet, also aktiv gestellt. Und wenn ich den Schalter eben so wie jetzt auf Aus habe, dann ist der Port geschlossen. Das ist genau die Entität, die wir jetzt eben in unseren Automationen nutzen. Und diese Automation erstellen wir, naja, wie immer in Node-RED. Also springen wir mal darüber. Ja, willkommen in meiner Node-RED-Oberfläche. Wie immer gibt es einen kurzen Überblick über den Flow, bevor wir in die Details absteigen. Jeden Morgen um 6 Uhr möchte ich, dass eben dieser HTTP-Port geöffnet wird. Damit es auch zuverlässig funktioniert, frage ich danach ab, ist der Port wirklich offen? Anschließend starte ich dieses Add-on Let's Crypt neu. Ihr wisst, normalerweise ist es gestoppt, das Add-on, und das startet nur zum Erneuern des Zertifikats und geht dann wieder in Stopp-Modus. Ist also im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Add-ons wirklich nur für den Moment des Erneuern des Zertifikats gestartet. Das heißt, ich starte hier das Add-on, warte dann etwa 3 Minuten, das ist so die Zeit, die es braucht, um das Zertifikat eben zu erneuern oder die Validität zu prüfen. Und anschließend schließe ich den Port wieder. Und da ich wirklich sicher gehen will, dass das geschlossen ist, prüfe ich dann danach ab, ob der Port wirklich zu ist. Wenn nicht, warte ich 5 Sekunden und dann probiere ich es halt nochmal. Und das halt so lange, bis der Port zu ist. Ich möchte zusehen, dass nur einmal am Tag für 3 Minuten mein sehr gefährlicher oder tendenziell gefährlicher Port 80 wirklich offen ist. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Ich starte hier mit einem sogenannten Inject-Node. Dieser Inject-Node hat hier den Namen 6 Uhr, damit ich weiß, was habe ich eingerichtet. Und ich kann hier unten die Wiederholung auf täglichen Zeitpunkt ändern. Moment, Moment, Moment. Nicht mitschreiben. Alles wie immer in der Videobeschreibung. Und anschließend kann ich hier sagen, täglich um 6 Uhr von montags bis sonntags alles aktiviert. Das heißt, jeden Morgen um 6 Uhr wird der Trigger gestartet. Anschließend habe ich hier einen Call Service. Dieser Call Service ist von der Domäne Switch, also Schalter. Ich möchte den Schalter anstellen. Und welche Entität möchte ich einstellen? Naja, genau die Entität, die wir gerade aktiviert haben. Nämlich eben unsere Port Forward HTTP Server Entität. Anschließend gehe ich mit einem Current State Node hin und frage den aktuellen Status eben genau dieser Entität nochmal ab und frage, ist der aktuelle Status on? Bitte immer darauf achten, on wirklich klein zu schreiben. Ein großes O ist eine völlig andere Aussage. Also die Daten sind hier klein geschrieben. Wenn das Ganze falsch ist, also wenn der Port nicht offen ist, also nicht on ist, dann baue ein Delay-Node ein, also eine Verzögerung ein vom Node-Delay. Und zwar jede Nachricht soll fix um 5 Sekunden verzögert werden. Und anschließend geht dieser Flow wieder hier vorne und er probiert das nochmal. Wenn der Port aber offen ist, die Aktion war erfolgreich, dann soll er das Let's Encrypt Add-on starten. Dafür ist es notwendig, dass ihr weißt, dass ihr wisst, wie dieses Add-on heißt, wie das intern innerhalb von Home Assistant geführt wird. Dazu springt ihr einmal zurück in die Einstellungen von Home Assistant und dort dann entsprechend in eure Add-ons. Und hier ruft ihr dann euer Let's Encrypt Add-on auf. Und hier gibt es den sogenannten Hostname. In meinem Fall heißt das Core-Let's Encrypt. Manchmal ist das ein Unterstrich. Manchmal sind da auch noch kryptische Buchstaben hinterher, je nachdem, wie ihr die Installation von Home Assistant führt. Oder auch wie alt eure Home Assistant Installation ist. Deswegen einmal hier nachschauen, wie das Ding benannt wird. Zurück in Node-RED führen wir jetzt hier einen Call Service durch. Und innerhalb des Call Services wählt ihr jetzt die Domäne HES.io aus. HES.io ist unser Betriebssystem. Dort kann ich eben Befehle, ich sag mal, für die Basis von Home Assistant nutzen. Unter anderem den Service Start. Also ich möchte ein Add-on starten. Und nun muss ich hier in der Data eben sagen, was will ich starten? Und zwar das Add-on Core-Let's Encrypt, halt der Name, den ich da haben möchte.
Nachdem das Addon gestartet ist, kommt eben ein weiterer Delay-Node zum Zuge, der eben jede Nachricht verzögert um 3 Minuten. Anschließend kommt ein weiterer Call-Service. Hier auch wieder natürlich von der Domain-Switch, der Schalter. Hier möchte ich die Leistung oder den Service Turn-Off nutzen und natürlich auch wieder die Entität der HTTP-Port-Freigabe auswählen. In dem Fall wird jetzt also mein Port auf Off gesetzt. Er wird wieder geschlossen. Mit einem letzten Current State Node prüfe ich dann eben nochmal, ist der Status off, und sollte das nicht der Fall sein, ist der Status also falsch, dann baue ich hier nochmal einen Delay Node ein, der nochmal 5 Sekunden wartet und dann eben die Aktion wiederholt, solange bis sie eben erfolgreich ist. Mit dieser Automation, mit dieser Integration der Fritzbox Tools ist es euch jetzt also möglich, sehr sicher auf der einen Seite, aber auch sehr, sehr zuverlässig die Portfreigabe für eure SSL-Zertifikatserneuerung einzurichten. Und nebenbei habt ihr noch diverse Statistiken eurer Fritzbox im Zugriff und könnt die eben zum Beispiel für eure diversen Dashboards nutzen. Und ansonsten sage ich natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Däumchen nach oben für euer Abo und sage bis bald, euer Tristan.